Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Heute ist der 27.04.2018 und das heißt, Nintendo Labo ist erschienen. Was ganz, ganz Neues aus dem Hause Nintendo. Sie machen wieder Spielzeug und das nicht nur für Jung, sondern auch für Alt. Denn ich glaube, auch ich werde Spaß damit haben. Aber es ist natürlich eine Riesensache für die Kleinen. Ja, wenn Eltern hier zuschauen, das ist pädagogisch wertvolles Spielzeug. Eure Kinder werden davon nicht dümmer. Man baut Dinge zusammen, man erschafft Dinge, man macht Dinge schöner, man programmiert sogar letztendlich Dinge, denn ein bisschen Programmierung ist in dieser Labo-Geschichte auch mit drin, denn diese Pappdinger, die man hier baut, funktionieren zusammen mit der Nintendo Switch und man kann dann Dinge steuern, Dinge spielen, aber auch Dinge spezialisieren und ganz individuell gestalten. Also es ist schon eine Riesennummer, die Nintendo da gemacht hat und alles, was ich bisher dazu gesehen habe, hat Bock auf mehr gemacht. Ja, was habe ich hier liegen? Das ist einmal das Multikit. Da sind verschiedene Dinge drin, wie zum Beispiel hier diese Angelrute mit Angel. Ne, da kann man die Switch dann hier so reinpacken. Dann ein Haus, dann haben wir hier so einen Motorradlenker, wo man dann mit der Bewegungssteuerung ein bisschen Moped fahren kann. Und wie ich finde, das Interessanteste, hier ein Klavier bzw. ein Piano, was dann auch tatsächlich funktioniert. Da kann man dann Dinger reinpacken, Sounds ändern und so weiter. Total irre, was ich da bisher gesehen habe. Und ich freue mich schon, diese ganzen Sachen zusammenzubauen. Alleine das Ding soll so 2-3 Stunden dauern und dann hat man es noch nicht mal customized, denn man kann das Ganze auch noch schöner gestalten, indem man das entweder selber mit Eddings und irgendwelchen Filzstiften und Kleber und Wasserfarbe und was auch immer anmalt. Oder man kauft sich hier so ein Nintendo Labo Customization Set. Ja, da kriegt man dann für einen Zehner noch so ein paar Aufkleber, wie zum Beispiel die Augen von Mario sehe ich hier und so weiter, wo man dann seine Toy-Cons schöner machen kann und eben so machen kann, wie man sie selber machen möchte. Kreativität anstoßen, das macht Nintendo, glaube ich, hier mit Nintendo Labo. Ja, ich habe es gerade schon mal umgedreht. Da könnt ihr so ein paar Beispiele sehen. Was machen wir heute? Wir unboxen das Ganze. Ich schaue mir die Pappe an, wie die Perforierung so aussieht, ob das qualitativ alles Sinn macht. Und wenn wir Zeit haben, bauen wir sogar das erste zusammen. Ich gucke mir mal das Feedback an. Ich weiß nicht, ob ihr darauf steht, meine lieben Zuschauer. Vielleicht können wir auch mal ein zusätzliches Video machen, wo ihr dann entscheiden könnt, was wir in diesem Video vielleicht gemeinsam zusammenbauen. Okay, wir haben den Karton geöffnet und sehen erstmal hier das Modul, das wir dann in unsere Switch stecken, damit wir dann diese Pappe letztendlich digital auch in der Switch sehen. Das machen wir gleich auch. Ich mache mal hier auf. So. Vielleicht mache ich in diesem Video den ein oder anderen Cut, um es nicht ganz so lang zu gestalten. Oh, Xenoblade 2, einer der besten Spiele, die es gibt auf der Switch, ersetzen wir jetzt durch Nintendo Labo und gucken einfach mal, was die Switch sagt. Das machen wir aber auf jeden Fall im Hintergrund. Wir gucken uns das jetzt nicht an, ne? Und schauen gleich wieder auf die Switch. Aber erstmal Kartoninhalt. Hier haben wir einen kleinen Quick-Start-Guide. Das könnte man sich jetzt theoretisch alles durchlesen. Wir sollen hier auspacken, haben wir gemacht, in die Switch reinstecken, Labo starten und dann da letztendlich den Instruktionen folgen. Aber bevor wir das tun, gucken wir uns weiter den Inhalt an. Okay, das natürlich auch ganz klassisch hier aus Pappe. Weg damit. Dann haben wir hier so ein kleines Zubehör-Kit, das wir höchstwahrscheinlich für die einzelnen Dinger brauchen werden. Was ich hier sehe, sind so Gummis. Könnte sein, dass man das vielleicht für das Piano braucht oder eventuell für die Angelrute. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Die Schnur, das ist auf jeden Fall von der Angelrute. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Hier haben wir noch ein Gummi. Ja. Und da drin ist in der Tüte noch mehr. Gucken, was da so drin ist. Sieht aus wie noch mehr Gummis oder so. Das hier sind irgendwelche Aufkleber. So wie es aussieht, sind das reflektierende Aufkleber. Denn der Infrarotblaster von der Nintendo Switch, der wird wahrscheinlich dann quasi als Sensor dienen und hier irgendwas abtasten. Vielleicht erkennt er so, wenn wir die Tasten auf dem Piano drücken oder so. Das wäre denkbar, dass der mit diesen Aufklebern dann zusammenarbeitet. Das sieht aus wie ganz viele kleine, viereckige Aufkleber. Dann wird es dann wahrscheinlich heißen, da müsst ihr das draufkleben, das müsst ihr hier aufkleben. Aber das sieht man alles in den Anleitungen, die auch auf der Nintendo Switch stattfinden. Also sprich, wir haben hier keine Papieranleitung mit dabei, sondern eine Anleitung, die direkt auf der Konsole stattfindet. Was ich sehr, sehr cool finde. Ey, wenn ich 10 oder so gewesen wäre, oder 8 oder keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall ein Kind,
hätte ich mich, glaube ich, tot gefreut über solche Sachen. Also ich wäre wahrscheinlich aus dem Rage gar nicht mehr rausgekommen, also hätte ich mich gefreut, weil das wirklich eine ganz, ganz, ganz große Nummer ist, zusammen mit der Konsole. Freut euch, liebe Kinder, dass ihr jetzt auf der Welt seid und jetzt so alt seid, wie ihr seid. Dann könnt ihr nämlich solche tollen Sachen hier ausprobieren, wenn ihr gut in der Schule seid und eure Eltern euch das dann letztendlich kaufen, ne? So, das ist wahrscheinlich auch von der Angelrute und so weiter, wird dann die Schnur durchgeführt. Aber wie gesagt, das lernen wir dann alles letztendlich in der Anleitung kennen. Ne? Also hier haben wir so diverse Unterlegscheibchen und Hülsen und Gewinde sehe ich da. Also man muss höchstwahrscheinlich auch ein bisschen was schrauben und so. Sehr, sehr spannend. Guck mal hier, Schaumstoff mit so Kleber auf der Rückseite. Also da ist man, glaube ich, schon ein wenig gefordert. Und bisher die Recherchen, die ich so angestellt habe, da waren nur Erwachsene, die wirklich da saßen und total konzentriert waren und da stundenlang die Dinger aufgebaut haben. Scheint, also die reine Playtime ist nicht auf der Cartridge, sondern hier drin in der Pappe, ne? Weil das ist das, das ist der Part, der auch, glaube ich, mit am meisten Spaß macht. Also mir zumindest. Ich baue sehr gerne Sachen, nicht nur am Moped, am Auto und so weiter, sondern ich habe eigentlich schon immer irgendwie was zusammengebaut und finde das natürlich doppelt spannend. Also hier sehen wir zum Beispiel Teile vom Haus, das wird das Dach sein und so weiter. Und diese Pappen, die sind dann entsprechend perforiert, dass man da einzelne Teile einfach nur rausbrechen muss. Also wenn ihr seht, hier haben wir zum Beispiel diese Ecke hier, guckt mal hier drauf, dann drückt man die quasi einfach so ein und kann dann letztendlich das Ganze hier so rausnehmen und hat dann das Teil vom Dach hier rausgenommen. So macht man das letztendlich und dann hat man da einzelne Teile. Ist wahrscheinlich von der Herstellung super günstig, aber irgendjemand muss das Ding ja auch designt haben und vor allem die Software geschrieben haben. Deswegen kostet das halt auch ein wenig was und zwar 65 Euro bei Amazon habe ich, glaube ich, bezahlt. Ja, das hier, das werden wir, glaube ich, auch gleich zusammenbauen. Das erkenne ich hier schon. Das ist dieses Teil, wo man dann die Joy-Cons reinpackt, dann vibriert das und dann fährt das so. Mal gucken, das machen wir wahrscheinlich noch in diesem Unboxing. Aber ich wollte mir so ein paar Pappen mal angucken. Die sind hier auch alle nummeriert. Das seht ihr da oben, oben links. Hier haben wir zum Beispiel Monster A. Ich glaube, dieses Monster steht da überall, oder? Ich dachte, das wäre jetzt auch... Obwohl, nee, guck mal, hier steht, hier ist wie so ein Controller A. Das hier ist Monster A. Und das hier ist Glühbirne A. Da muss man wahrscheinlich dann in der Anleitung einfach gucken, welchen Bogen man gerade braucht. Gucken wir, wie viel hier drin ist, liebe Leute. Ey, das ist ja mega krass. Ich wusste gar nicht, dass so viel drin ist. Ich packe mal alle aus. Alter Schwede. Was zum Teufel geht ab? Guck mal bitte. Also da habe ich... Ich habe ein langes Wochenende. Ich habe am Montag frei und Dienstag ist ja Feiertag. Ich glaube, ich werde nichts anderes machen als Pappsachen zusammenbauen, so wie ich das hier sehe. So, ich nehme mal den Karton weg, der nimmt ziemlich viel Platz weg. So, und dann gucken wir uns das hier mal an. So sieht das aus. So, was ist das? Ich kann das gar nicht genau erkennen, keine Ahnung. Aber das sieht aus wie Musik und so weiter. Ach, guck mal, das ist das Piano. So kann man das erkennen. Ne? Hier haben wir das Haus zum Beispiel. Ne? Der Motorradlenker hier oben. Alter Schwede, ganz schön viel. Sind auch alle farblich dann irgendwie unterschiedlich, aber auch immer mit sehr vielen freien Flächen, wo man sich dann verewigen kann, um das Ganze dann, wie gesagt, ein wenig zu verhübschen. Ja, apropos verhübschen, habt ihr Bock, das Customization Kit hier auch noch mit auszupacken? Machen wir kurz, oder? Bevor wir uns an die Switch begeben, packen wir das eben auch nochmal aus. Ich glaube gar nicht, dass da gar nicht so viel drin ist, weil für 10 Euro... Nintendo-Sachen sind ja bekanntlich nicht ganz so günstig, haben die wahrscheinlich nicht extrem viel reingepackt. Also hier haben wir, oh nice, das ist einfach nur so Klebeband, womit man dann, weiß nicht, seine Kreation vielleicht so ein bisschen stabilisieren kann oder sowas. Ist auch vom Material eher so kreppig gehalten. Wo ist der Anfang? Hier ist der Anfang. Guck mal, muss man ein bisschen knibbeln. Hier, das ist dann so ein Band, ne? Das klebt auch, wie ihr seht. Ne, und da kann man dann Sachen verschönern, irgendwelche Streifen draufkleben. Und was ganz nett ist, man braucht keine Schere, sondern kann wie bei so einem Malerband einfach abreißen. Aber wenn man es schick haben will, nimmt man das Unboxing-Messer oder eben eine Schere. Ganz einfach. So, und hier haben wir noch diverse Aufkleber. Ich merke gerade, dass 10 Euro doch ziemlich teuer sind für so ein paar Aufkleber und zwei Klebebänder. Aber schließlich hat man hier die Augen von Mario, die Augen von einem Goomba, man erkennt es, die Augen von Bowser, die Augen von Peach, die Augen von Toad und die Augen von, ich erkenne es gerade nicht. Ja, das sind die Augen aus Splatoon, meine ich. Das sind die Augen von Link, ja, wie man sieht. Und da soll mal einer sagen, ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir, oh, guck mal, krass. Das ist hier das Aufkleberset. Und dann haben wir hier
so Schablonen, die sind aber aus Kunststoff. Das ist ja Plastik, Kunststoff. Und da kann man dann hergehen und das so drauflegen beispielsweise und dann entweder mit Wasserfarbe oder mit was auch immer oder einer Sprühdose, wenn ihr total freaky drauf seid, kann man dann hier einzelne Buchstaben oder eben Nintendo draufschreiben. Sieht fett aus, dann wie auf so einer Kiste. Was ist das denn? Das ist auch ein Aufkleber? Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Doch, das sind einzelne Aufkleber. Ja, das Roboter-Kit habe ich mir mal nicht geholt, einfach weil es wahrscheinlich einfach schwierig zu zeigen ist im Unboxing. Aber das hier ist ganz cool, dass da so viele Sachen dabei sind. Ja, das war's hier drin. Ich glaube, wir kümmern uns einfach mal um die Switch und gucken einfach mal, was die von uns will. Okay, deine Controller werden aktualisiert. Okay, alles klar. Bitte warten. Update abgeschlossen. Hat jetzt, ich sag mal so, 45 Sekunden gedauert. So, Nintendo Labo, Toy-Con Multiset. Soll ich mal Musik ein bisschen lauter machen hier? Nintendo hat es einfach immer drauf, irgendwelche Soundtracks zu bauen, weil das einfach extrem cool ist. So, dann haben wir Bauen, wir haben Spielen und wir haben Entdecken. Aber bevor wir spielen können, müssen wir erstmal bauen, denn das ist die Besonderheit an dieser Labo-Geschichte. So, wir bauen, okay. Zuallererst ist Üben angesagt. Okay, dann üben wir mal. Was sollen wir machen? Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Okay, erfaltet. Willkommen bei Nintendo Labo. Hallo, es ist Zeit, etwas zu bauen. Halte vorgedrückt, um das Video abzuspielen. Ah ja, okay, so funktioniert das anscheinend. Halte vorgedrückt, um das Video abzuspielen. Okay. Jetzt zeigt er mir, welchen Bogen ich holen muss. Also ich muss holen A mit der Glühbirne. Schauen wir mal. Das sind diese grauen hier. So, bisschen gesucht, bisschen Ordnung gemacht. Also wir sollen aus A hier dieses Teil rausmachen. Das machen wir, das sehen wir hier auch schon. Geht auch schon so fast raus. Einfach hier so ein bisschen knicken, nichts kaputt machen. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir das Ding hier schon rausgemacht. Okay, alles klar. Dann geht es weiter. Oh, da geht die Musik wieder an. Sehr nice. So, okay. Die anderen Elemente werden später benötigt. Bewahre Pappbogen, ja, Glühbirne A, solange gut in der Schachtel auf. Okay, machen wir jetzt erstmal nicht, aber es liegt ja hier auf dem Unboxing-Tisch. Ist mindestens genauso gut wie eine Schachtel. Weiter geht's, Musik geht wieder auf. Es ist sinnvoll, die Konsole aufzuladen, während du das Toy-Con baust. Stecke einfach das Netzteil an. Ja, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Meine Switch ist gerade voll. So, ich zoome euch mal ein bisschen näher dran, damit ihr da auch ein bisschen mehr von mitkriegt, was ich hier tue. So ist das doch gut, oder? Kriegen wir so hin? Ja, machen wir. Weiter. So. Berühre den Bildschirm mit einem Finger. Verändert sich... Ach so, okay. Das heißt, ich kann hier mir das quasi angucken, ja? Wenn ich eine Frage habe, wie das so aussieht. So, berühre den Bildschirm mit zwei Fingern und führe die Finger zusammen, um zu zoomen. Das ist Pinch to Zoom. Generation Smartphone weiß, was gemeint ist. Alles gar kein Problem. Und wenn man zwei Finger nimmt, dann kann man das Ganze... zweidimensional quasi bewegen. Okay, habe ich soweit verstanden, funktioniert so ähnlich wie Google Maps. Berühre das Kamerasymbol, um die Ausgangsposition wieder herzustellen. Packen wir mal hier drauf. Perfekt, fantastisch. Wir haben das drauf, wir sind quasi Labo-Profis. Weiter geht's. Lasst uns nun bauen. Ja, okay, wir machen das so. Ne, ihr seht, dass ich das hier genau so mache. Ich gucke mal, dass ich das hier hinbekomme. So, da steht, der Schlüssel zu einem guten Toy-Con ist ordentliches Knicken entlang der Falzlinien. Orientiere dich an ihnen. Ne? Also das heißt, ihr habt einmal diese perforierten Linien, die hier, an denen man das Ganze auch rausgebrochen hat, und einmal die Falzlinien, wo das Ganze vorgebogen ist. Das heißt, ich werde gleich wahrscheinlich das einfach immer so biegen, damit ich das entsprechend ja, in Position bringen kann durch diese Biegung. Okay, wir machen mal weiter, was der von uns will. Okay, genau das, was ich gesagt habe, machen wir jetzt. Man braucht gar nicht lesen, sondern einfach nur gucken. Wir biegen das einfach mal vor, das haben wir jetzt gemacht und dann geht es auch schon weiter. Die Anleitung gefällt mir so ziemlich gut. So, weiter. Sieht gut aus, sehr einfach gemacht, also auch für junge Kinder. So, dann geht das hier so hoch. Ne? Sieht ganz gut aus, ja, so, okay, haben wir. Ja, und dazwischen ist auch nochmal eine Falzlinie, die biegen wir auch mal. Und dann müssen wir quasi immer so machen. Und gucken. Ja, hat funktioniert. So, und dann haben wir hier noch eine Falzlinie. Und die geht auch nochmal so entlang. Das heißt, wir haben das so. Ich könnte jetzt einfach, ich bin ja so der IKEA, ich baue einfach mal so auf, ohne Anleitung. Das jetzt knicken, das da rein und so weiter. Aber wir machen das mal nach Anleitung, so wie der Herr Nintendo sich das gedacht hat. Okay, jetzt wollen wir das umdrehen.
Okay, und das dann biegen. Sehr, sehr gut gemacht. Also gerade für jüngere Leute perfekt, ne? Also das ist eine Lasche, ne? Ohne Laschen ist ein Toycon undenkbar, weil die natürlich die Verbindung herstellen. Geh also sorgfältig mit ihnen um. Nicht einfach abreißen, ruhig sein, ne? Bleib ruhig, Junge. So, Lasche umbiegen. Okay, alles klar. Und jetzt lass mich raten. Reinstecken. Reinstecken kann ich. Ja, so. Zack, ist das Ganze reingesteckt. Ne? Sieht sehr gut aus. Hier ist so ein Fitzelchen gewesen. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr nett aus. Genau so wie auf dem Bildschirm. Ne? Guck mal, weiter geht's. Die Musik ist ziemlich fancy. Okay, dann sollen wir hier den Kollegen zumachen. Haben wir. Lass mich raten, die Lasche umlegen. Ja, das haben wir auch. So. Und dann wieder reinstecken. Ja, reinstecken können wir. Zack. Sehr cool animiert von Nintendo. So. Bumm, das sieht gut aus. Ja, schon fast fertig. Okay, das da hinten muss ich auch noch rausmachen. Das habe ich ganz vergessen. Das können wir aber jetzt machen. Zack. Und das kommt dann weg. Ne? Das ist Ausschuss. Den brauchen wir nicht. Sieht, glaube ich, fertig aus. Ja, sieht gut aus. Fertig ist die Joy-Con-Halterung. So, nun brauchen wir noch den Joy-Con. Hast du den Joy-Con R parat? Ja, dann machen wir den mal ab. Ne? Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Also hier drücken und dann hochziehen. Haben wir getan. So, gucken wir mal, was er jetzt von mir will. Einfach rein damit. Okay. Ah, sieht sehr, sehr gut aus. Fertig. Bam! Fehlt nur irgendwie das Achievement, ne? Okay, das wäre jetzt relativ langweilig, aber einfach nur, um zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn ihr Bock habt, liebe Leute, dann machen wir jetzt noch irgendwie eine Kleinigkeit, ja? Weil ich bin irgendwie drauf gerade, ich möchte ein bisschen mehr basteln. Und ich glaube, es geht weiter, ne? Auf zum Feldtest. Okay, 3, 2, 1 und go. So. Ich brauche irgendwas Leichtes, irgendwas, was jetzt 15 Minuten dauert. Das kann ich euch ein bisschen zusammenraffen. Ah, guck mal, wie nice. Das kann ich euch mal eben zeigen. So, das RC-Auto, die Angelrute, das Haus, das Motorrad oder das Klavier. Man kann sich quasi jetzt hier mit dem D-Pad oder mit dem Touchpad natürlich auch aussuchen, was man bauen möchte. Ich bin jetzt auf die Angelrute gegangen und sage, nee, das ist mir ein bisschen zu heftig. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe mal wieder zurück. Ich glaube, hier muss ich zurück, oder? Es geht weiter, glaube ich. Nein, ich will nicht die Angelrute bauen. Zurück. Nein, 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 nein. Nicht die Angelrute. Ich möchte zurück, bitte. Ach, ich glaube, hier oben auf das X. Okay, jetzt sind wir wieder quasi in der Ausgangssituation. Okay, ich wollte euch nur zeigen, dass es das auch mit Touch geht. Wir machen das RC-Auto. Habt ihr Bock auf das RC-Auto noch? Ja, komm, die Leute, wenn ihr sagt, ich habe genug gesehen, dann könnt ihr einfach ausschalten. Der Rest guckt jetzt mit mir zusammen hier RC-Auto. Ich will das einmal hier durch die Gegend fahren sehen. So, alles klar. Toy-Con RC-Auto vor. Ah, okay, das ist geil. Man sieht das am Anfang dann in umgedrehter Reihenfolge, damit man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Und das sah jetzt nicht so super schwer aus. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, das mit euch jetzt zusammen zu bauen. Bauen wir das Toy-Con RC-Auto. Vorgedrückt halten. Dieses Projekt besteht aus zwei Abschnitten. Okay. Und zwar einmal das Ding bauen und dann einmal die Sachen da reinpacken. Ja, das kriegen wir hin, oder? Abschnitt 1 von 2. Okay, zuerst das Auto und die Antenne. Sehr schön. So, trenne zwei Elemente aus Pappbogen, RC-Auto, also mit diesem Fernsteuerung A heraus. Moment, hole ich mal eben. So, das ist ganz nice, weil das nur ein Bogen ist. Also wir sollen den hier und den hier raustrennen. Also den dicken hier, dann machen wir das mal. Immer schön vorsichtig, dass ihr nichts abbrecht. So, hier haben wir die beiden Dinger. Dann wollen wir mal gucken, was die Switch von uns als nächstes möchte. Ziehen wir uns noch ein bisschen Musik rein, weiter geht's. Nichts verknicken, es steht auch noch mal drauf. Den Rest sollen wir in die Pappschachtel packen, weil den brauchen wir hinterher noch. Haben wir ja gerade schon gelernt. Nicht vergessen, falls du Probleme hast, wähle einfach zurück oder vor und überprüfe, wie alles zusammenpasst. Sehr, sehr kindgerecht. Das ist auch nicht schlecht, das ist richtig gut, damit die das, dass die das so machen. Stelle immer sicher, dass die Elemente mit der abgebildeten Seite nach oben liegen. Achte auf die gedruckten Markierungen. Ja, das ist sehr, sehr sexy. So, drehe das Element um, dass die bedruckte Seite nach unten zeigt. Haben wir hier gemacht. Weiter geht's. Der Schlüssel zu einem guten Toy-Con ist ordentliches Knicken entlang der Falzlinien. Orientiere dich an ihnen. Haben wir gerade auch schon gelernt. Falte zuerst entlang der Falzlinien, sodass ordentlicher Knick entsteht. Okay.
Das ist okay. Weiter geht's. Von dem Anleitungsstil wirklich extrem gut. Stell dir mal vor, die IKEA-Anleitung wären genauso gemacht. Nie mehr Probleme. Okay, jetzt diese Dinger hier noch. Lass mich raten, wir müssen die Dinger machen. Dann müssen wir die Dinger machen. Dann die Dinger machen. Und die Dinger machen. So, alles einmal geknickt. Das war quasi, das schon hier so ein bisschen vorgeknickt haben. So, ich spule euch mal ein wenig vor. Oh, und jetzt das ganze Konstrukt quasi. Ah, ich sehe schon, wo die Reise hingeht. Genau, so zusammentüdeln. Zeigen die schon sehr detailliert. Die haben jetzt hier gezeigt, okay, da ist jetzt der Punkt, auf den man achten soll, dass das quasi so dran vorbeigeht, dass man das so hat. Ne? So habe ich das verstanden, glaube ich. Genau, so die haben das jetzt so. Ne? Das hier muss nach innen und das hier liegt quasi auf dem Inneren auf. So, versuchen wir mal ein bisschen ran zu zoomen. Ist ein bisschen gerade weit weg von euch. Okay, sieht auf jeden Fall aus wie auf dem Screen. Mal gucken, was wir als nächstes machen sollen. Okay, wir sollen es so hinstellen. Ja, sieht doch schon mal perfekt aus, oder? Also genau so wollten wir das auch, glaube ich, haben. Oh, mein Erzählauto ist fertig. Ja, das... Ich glaube, wir müssen das Piano gleich anschließen, oder? Ah, die Antenne. Okay, als nächstes bauen wir die Antenne. Ich glaube, das ist nicht ganz so schwer. Mal gucken, was die hier von uns wollen. Mit der bedruckten Seite nach unten, alles klar. Hier so ein bisschen umtüdeln. Ja, sieht gut aus. Andere Seite auch. Perfekter Mensch. So. Oh, das war das Schwierigste bisher, die Antenne. Ja. 2 von 2. Zeit, die Joy-Con-Controller einzulegen. Doch zuallererst bringen wir die Antenne an der Konsole an. Okay, das machen wir. Aber erstmal ziehen wir uns hier den Joy-Con noch raus und dann wird das Ding hier an der Konsole. Ach, guck mal, da benutzen die quasi die Joy-Con-Rails, um das Ganze hier, das ist ja mal pfiffig, das Ganze hier festzuwachen. Guckt euch das an, wie geil das ist. Warum bin ich nicht mehr 12 oder 8 oder 10 oder keine Ahnung was? Aber auch mit 35 macht das noch Spaß. Sehr, sehr nice. Das passt auch wie die Faust aufs Auge hier. Sieht sehr, sehr nice aus. Okay, das sieht gut aus. Ja, guck mal, von hinten. Perfekt. Hast du beide Seiten eingeschoben? Ja, natürlich. Alles am Start. Okay, damit ist die Antenne nun angebracht. Jetzt sind die Joy-Con-Controller an der Reihe. Hast du sie schon bereit? Ja klar, ein Profis-Mensch. So, weiter geht's. Okay, ich bringe jetzt den linken Joy-Con am RC-Auto an. Mal gucken, wie das funktionieren soll. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Okay, das heißt, ach wie nice, die haben quasi die Markierung auch hier gleich gemacht, Minus an Minus. Das heißt, hier haben wir Minus auf dem, ich hoffe, ihr seht das. Und hier haben wir auch Minus, ja, und wie wollt ihr das jetzt haben? Ah, okay, ich muss das dann umdrehen. So, und dann muss ich die da so reinschieben, oder wie? Von oben quasi reinschieben, guck ich das an. Okay, die Schiene des Joy-Cons ist Schlitz. Und dann bis kurz vor den Schlitzen, das ist echt gut gemacht, guckt euch das an. Ach, das wiederholt sich jetzt quasi, dass ich mir das immer wieder angucken kann. Okay, mal gucken, ob das wirklich so leicht geht. So, und dann, ich zeige euch das mal hier in der Kamera. Guck mal hier, hier seht ihr das jetzt. Perfekt, oder? Richtig gut, also passt perfekt. So, perfekt. Ich habe damals halt auch Lego Technik und so weiter gefeiert. Ne? Von daher finde ich sowas hier wirklich, wirklich geil. Also Eltern, kauft das euren Kindern. Ja? Die lernen davon was auf jeden Fall. So, weiter geht's. So, vor. Okay, haben wir angebracht. Okay, keine Sorge, wenn es so aussieht, als seien die Joy-Con-Controller noch etwas lose. Das ist der Clou am RC-Auto. Aber die sind gar nicht wirklich lose. Also meine sind schon wirklich relativ fest hier dran. Na, guck ich das mal an, die sind schon relativ fest. So, okay.
So, und das Toy-Con RC-Auto ist fertig. Gefällt es dir? Ja, finde ich geil. Ne? Sieht auf jeden Fall fett aus. Ne? Ich mag sowieso die Farben. Ich habe mir schon überlegt, bei D-Brand irgendwie einen Skin oder so dafür zu holen. Die haben die ja jetzt mittlerweile, die nicht die Controller kaputt machen oder die Oberfläche. Aber mir gefallen diese beiden Farben so gut, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ich lasse einfach die Original. Okay, wir wollen spielen. 3, 2, 1 und go! Mal gucken, ob das jetzt auch wirklich funktioniert. Ich habe hier einen relativ unebenen Boden. Der ist nicht ganz, ganz glatt. Der ist so ein bisschen, ja, ein bisschen rau. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Okay, beim Spielen mit dem Toy-Con RC-Auto. Stelle sicher, es auf einer ebenen, glatten Oberfläche. Okay, das weiß ich nicht ganz genau, ob das so funktioniert. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Es funktioniert aber. Krass, krass, krass. Was zum das ist ein. Ach, das ist hier Infrarot, ne? Wie ist das denn an? Wie kann ich noch. Was muss ich jetzt hier machen? Ach so, ich kann hier quasi die Zeit stoppen. Ich will mal nach vorne. Ah, okay, wenn ich beide nach oben mache. Ah, okay, und jetzt Rückwärtsgang. Ah, ne, ich muss einmal drehen. Warte, der ist hier vorne bei den Kartons. Ich muss ein bisschen den Weg hier freiräumen. Warte, das packen wir mal weg. Ups. So, pass auf, ich drehe den einmal. Ah, okay. Ah, hier kann ich quasi bestimmen, wie heftig die sind. Ah, okay, wie viel Hertz, mit wie viel, mit was für einer Wiederholfrequenz der jetzt quasi ribbelt. Guck mal hier. Mittel. Das ist ja mal geil. Hier ein bisschen nur, da dreht er sich gar nicht. Hier so auch nicht. Ah, hier ist es schon auf jeden Fall besser. Aber ich gebe mal volle Schubrakete. Ich muss ihn einmal kurz entlasten, weil er, glaube ich, hier rübbelt. So, jetzt. Warte, ich muss mal was Glattes holen. Ganz kleiner Augenblick. Das muss ich jetzt testen. So, ich habe jetzt hier eine etwas glattere Oberfläche, aber ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man volle Schub gibt, sondern genau den Schub gibt, in welcher Frequenz letztendlich die am besten reagieren. Guck mal, hier reagieren die eigentlich fast am besten. Jetzt geradeaus. Guck ich das an. Sehr geil. Achtung. Jetzt die Kurve. Jetzt geradeaus. Guck mal, ich fahre mal jetzt genau. Ich speede euch das mal ein bisschen ab. Ich fahre jetzt mal genau hier die Kamera entlang und speede euch das ab. Es macht unglaublich Spaß. Ja, es ist richtig, richtig geil, weil ich das ja auch selber gebaut habe. Ne? Das ist, glaube ich, die fetteste Sache hier in der Geschichte. Aber was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Automatik. Hier kann ich es aber auch verändern. Was macht denn der Automatikmodus? Weiß nicht genau. Dann nehme ich hier ein oder zwei Spieler. Was soll das? Ach, guck mal. Verbinde zwei Joy-Con-Controller Paare drahtlos. Ach so, die kann man dann miteinander verbinden und dann hat man quasi zwei RC-Autos, mit denen man das quasi steuern kann. Ne? Zwei-Spieler-Modus gibt es auch. Das ist ja krass. Richtig gut. Also nochmal. Ach so, dann macht ihr das quasi von neu. Ah, okay. Aber ich frage mich... Ach so, das ist jetzt hier die Musik, die hier rauskommt. Hört mal. Yeah, das ist mein krasses Auto hier. Ist die Antenne eigentlich richtig so oder muss die so hoch stehen? So ist besser, ne? Ich kann das auf der Hand fahren. Nein, das vibriert nur. Das könnte man sich auch auf diverse Stellen dann drauflegen. So sieht das letztendlich aus. Das, guck doch mal, das bin auch ich. Guck mal da. Das ist eine Kamera vorne, aber das wird durch Infrarot quasi abgenommen. Guck mal ganz kurz. Guck mal hier auf den Bildschirm. Man sieht das ein bisschen schlecht, aber das ist mein Schreibtisch. Guck mal, da oben ist das Fenster, da wird es jetzt ein bisschen heller. Ja. Und da ist der Schreibtisch. Und hier ist quasi... Das ist natürlich eine schlechte Auflösung, weil das hier mit dem Infrarot geschieht, aber so funktioniert das. Okay, ist kaputt gegangen. Ich bin irgendwie... ach, der wird dann wahrscheinlich auch... Komm, ich bin viel zu aufgeregt jetzt gerade. Wir müssen hier so langsam aber sicher zum Ende kommen. Das ist Nintendo Labo.
Wenn ihr Bock habt, ich gucke mal ein bisschen, wie die Resonanz hier ist. Ich habe keine Ahnung, ob sowas ankommt oder Leute sagen, ja, das ist nur für Kinder und so weiter. Aber ich mag das halt, wie gesagt, sehr gerne. Wir haben ja noch das RC-Auto, das wir gebaut haben. Dann haben wir die Angelrute, das Haus, das Motorrad und das Klavier. Ich hätte ja Bock, das Klavier noch zusammen mit euch zu bauen, weil das natürlich auch vom Probierfaktor das Beste ist. Aber schreibt doch einfach mal in die Kommentare, einmal, ob ihr bisher geguckt habt. Dann müsst ihr Hashtag Baumeister in die Kommentare schreiben, wenn ihr bisher geguckt habt. Hashtag Baumeister. Und vielleicht schreibt ihr noch dazu, worauf ihr Bock hättet, ob ich noch was zusammen mit euch bauen soll. Ich würde das dann mit der anderen Kamera aufnehmen, ein bisschen gechillt hier am Nintendo-Tisch und so weiter. Ein bisschen zusammengecuttet mit ein bisschen B-Roll drin. Also nicht so Unboxing-Charakter, sondern vielleicht eher so cinematisch. Ja, ich hätte da schon so ein paar Ideen, wie man das vielleicht ein bisschen cooler so in Szene setzen kann. Ne? Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und dann bauen wir das zusammen. Ich wollte sagen, ja, hier schreibt, was ihr am liebsten sehen würdet. Könnt ihr auch mal reinschreiben. Ich glaube, wir werden sowieso das Klavier machen, weil ich da am meisten Bock drauf habe, weil man da wohl am meisten mit spielen kann. So, das war's. Ja, abonniert gerne den Kanal, wenn euch das hier gefallen hat. Ja, gebt auch einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Wenn nicht, Daumen runter, dann müsst ihr selber wissen. Ansonsten freue ich mich auf Nintendo Labo, das Zusammenbauen. Das macht mit Sicherheit sehr, sehr viel Spaß. Weiterhin, das hat schon Bock gemacht, die anderen Sachen mit Sicherheit auch. Und freut euch auf Unboxings von irgendwelchen Lootboxen, Reviews und was es hier sonst noch gibt. Ich bin erstmal draußen. Haut rein. Peace.